Willkommen zum Teil 2 auf unserer Baustelle vom Wolkenkratzer. Jetzt geht's ja weiter, dass wir hier natürlich die nächsten Stockwerke raufbauen. Und heute werden wir es uns noch ein bisschen leicht machen. Wir bauen jetzt erstmal nur die nächsten 2 Stockwerke, weil ab dem 3. Stockwerk können wir loslegen mit dem Kopieren. Wie das funktioniert, zeige ich dir ganz einfach. Ich gebe dir die Maße durch, das geht dann easy peasy. Und dann machen wir auch heute noch schon mal den Vorbau für die Fahrstühle. Jetzt noch einen Fahrstuhl habe ich noch immer noch nicht. Ich gucke immer noch, was ich da mache. Einen Wasserfahrstuhl habe ich ja gesehen, sollen wir lieber nicht bauen. Naja, mal gucken wir mal. Und die Treppen werden wir heute bauen. Wie die funktionieren, wie wir die, sag ich mal, am besten anpassen. Obwohl ich ja sowieso weiß, dass kaum einer die Treppen benutzt, sondern eher mit dem Fahrstuhl. Aber trotzdem müssen wir sie bauen. Ihr wisst ja, Brandschutz und alles. Also falls der Fahrstuhl ausfällt, brauchen wir ja die Treppen. So, aber zuallererst klären wir erstmal wieder die Blöcke. Wir holen uns wie immer erstmal noch den weißen Beton raus. Hellgrauer Beton. Natürlich kann die Farbe jetzt variieren. Kommt ja darauf an, wie du dir deinen Wolkenkratzer machst. Wenn du den auch weiß hast, dann bleiben die Blöcke. Dann holen wir uns natürlich noch die Steinziegeltreppen wieder raus. Unsere Glasblöcke, wir hatten ja die türkisen Glasblöcke verwendet. Für die Treppen empfehle ich polierte Andesit-Treppen und Stufen. Kannst auch jede andere Art nehmen, die dir gefällt. So, beim Schneiden von Teil 1 ist mir aufgefallen, dass ich hier vorne irgendwie hier so eine Strebe ein bisschen dicker gemacht habe. Das wollen wir gleich mal korrigieren, da? Das ist das nicht auf, also ist mir nicht aufgefallen, dass ich das dicker gebaut habe. Naja, gut. Dann machen wir natürlich die Glasblöcke. So, und weil ich ja gerade bei den Glasblöcken bin und weil ich das irgendwie vergessen habe in der letzten Folge euch zu sagen, können wir natürlich jetzt hier bei den Fenstern an den Seiten auch schon mal die Blöcke uns einmal reinziehen. Ne? Das spart uns schon mal später gleich die Arbeit. Andere Seite können wir natürlich auch gleich die Glasblöcke reinmachen. Also nicht, dass ihr nur jetzt auf einer Seite macht. Nein, das machen wir gleich auf beiden Seiten. Jetzt haben wir schon mal den leichten Teil gemacht. Kommen wir jetzt natürlich jetzt zu den nächsten Stockwerken. Wir beginnen erstmal mit unserem weißen Beton. Und zwar fliegen wir erstmal wieder hier an unsere Seiten hin. Da platziere ich mir jetzt insgesamt 2 Blöcke, obwohl 3. Wir machen 3 Blöcke, denn ab dem 3. geht es ja jetzt schon gleich wieder los mit der nächsten Etage. Aber ich glaube, das ist irgendwie doof erklärt. Ich glaube, der einfache Schritt, weil sonst müssen wir immer hier bei den Ecken so ein bisschen rumbasteln, ist jetzt einfach, dass wir eigentlich hier hinten auf der Ecke, ja gut, können wir 3 Blöcke machen und dann machen wir einfach auf den anderen Blöcken hier unsere Glasblöcke auf. Ich habe nochmal auf der anderen Seite das auch nochmal gemacht. Erstmal jetzt meine Glasblöcke, denn an sich platzieren wir jetzt hier immer in der Ecke, bevor wir es natürlich hier an unsere Verstärkung geht, einfach mal 3 Blöcke. Ja, dann können wir hier komplett unsere Glasblöcke raufsetzen. Ich mache es einfach jetzt normal, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, auch hier 3 Blöcke. Und danach geht es eigentlich so weiter, wie wir, sage ich mal, jetzt hier diese Ecke haben. Ne? Das heißt, hierauf setzen wir eine weiße Betonreihe. Danach können wir hier wieder einmal unsere graue Betonreihe einmal raufsetzen. Und danach müssen wir hier drauf nochmal unsere weiße Betonreihe platzieren. So, und sobald wir das jetzt geschafft haben, hier auf beiden Seiten uns das so zu machen, machen wir jetzt nochmal die Arbeit und nochmal das gleiche Spiel. Also, wir setzen hier hinten wieder 3 Blöcke rauf. Dann machen wir hier vor wieder unsere Glasschichten auf eine Zweierhöhe. Nachdem wir dann geschafft haben, hier nochmal das gleiche Prinzip einmal nochmal aufzusetzen mit den Glasdingern, machen wir das letzte und zwar setzen wir darauf nochmal eine weitere Schicht von unserem, ja, grauen Beton und nochmal eine weiße Betonreihe. Nachdem wir dann auch hier nochmal die letzte Ebene erstmal aufgesetzt haben, kommen wir jetzt dabei, jetzt unsere Verstärkung wieder ein bisschen höher zu ziehen. Da gehen wir wieder hin mit dem weißen Beton erstmal und ziehen hier alles auf die gleiche Höhe, wie wir das hier oben haben. Und ihr könnt auch gleich schon, ihr kennt es ja noch aus der ersten Folge, wie wir das hier unten hatten. Und zwar immer jetzt hier bei unseren grauen Betonreihen, die wir haben, könnt ihr dann einmal wieder hier so einmal offen lassen. Und da setzen wir wieder unsere Steinziegeltreppen einmal rein. Ne? So wie wir das ja, sag ich mal, schon die ganze Zeit gemacht haben. Nach getaner Arbeit sollte das Ende dann erstmal so aussehen, dass wir die Verstärkung erstmal so weit hochgezogen haben mit dem gleichen Muster, wie wir das jetzt schon die ganze Zeit haben. Ne, das sage ich mal hier, unsere Treppenreihe immer hier bei unserer grauen Betonreihe ist. Ne, das ziehen wir uns hier so lang. Glas können wir auch schon mal reinbauen. Was wir nicht brauchen, was wir jetzt machen, ist natürlich noch die Decken und Böden halt reinzuziehen. Ne, dann nehmen wir wieder erstmal unseren grauen Beton. Im Nachhinein kann man sich das ja alles austauschen. Ich habe jetzt in den inneren Bereich hier noch nicht diese inneren Streben mit nach oben gezogen, weil sich das jetzt sowieso dann gleich ändern wird, wenn wir innen drin das ja natürlich hier gestalten von den Fahrstühlen wie die von den Treppen. Von daher werden wir jetzt erstmal nur die Bodenebene und Deckenebene jetzt hier einmal reinziehen. Da müssen wir jetzt natürlich wieder einige Blöcke setzen. Und zwar haben wir hier 2 Ebenen, die wir uns zuziehen. Ist aber mal alles gut markiert hier mit unserem grauen Beton. Das ziehen wir dann erstmal hier unten einmal zu. Und natürlich ganz oben nochmal. Das wird dann später auch dann, sag ich mal, erstmal so das Dach werden, ne, was wir hier oben haben. Weil das werden wir ja, sag ich mal, jetzt hier diese eine Etage. Ne, also diese Etage werden wir immer zu kopieren. Das hat damit zu tun, weil wenn wir gleich die Treppen bauen, sind die Treppen ein bisschen unterschiedlich von der Maße her, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier unten natürlich einen großen Bereich, wo eine Treppe ein bisschen größer ist. Wir haben hier einen 5er-Bereich von der Etage, wo die Treppe ein bisschen größer ist. Und ab da, ne, ist ja, sag ich mal, hier noch der Übergang, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Treppen würden erst perfekt zusammenlaufen ab der 3. Etage und da wollen wir dann auch kopieren. Von daher, wollen wir dann erstmal hier die Decke und Boden mal reinziehen. Das heißt, Blöcke in die Hand, in die Hände gespuckt und zubuddeln.
So, sobald wir es geschafft haben, diese ganzen Blöcke hier zu platzieren für unsere Stockwerke und natürlich hier oben unsere Decke, kann es jetzt weitergehen, dass wir jetzt anfangen mit den Treppen, also mit den Treppenaufgängen, wie natürlich unseren Fahrstühlen. So, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit der grundlegenden Sache an, und zwar, dass wir erstmal die Böden hier reinziehen. Und zwar, wenn wir nicht komplett jetzt alles zumachen, weil wir wollen ja ein bisschen was jetzt wieder aufreißen. Wir fangen ganz unten an, würde ich mal sagen, ne, nicht jetzt hier in unserer Essenabteilung, sondern hier bei dem ersten Stockwerk, was wir hatten. Da wollen wir natürlich jetzt auch erstmal den Boden reinziehen, und da machen wir eigentlich die Aufgabe, dass wir an sich ja hier eine Fläche von insgesamt, was haben wir hier, 5 Blöcke, an sich auch diese 5 Blöcke bis hinten einmal zu unserer Fensterreihe hier einmal ranziehen können. Das ist ja dann, sage ich mal, hier so ein bisschen der Flur. So, bei den anderen 2 Stockwerken, die wir ja, sage ich mal, jetzt hier nachgezogen haben, ne, da sehen wir das eigentlich relativ gut, wie wir das hier machen können. Einfach hier dann die Flure einmal rausziehen. Ich habe nochmal so überlegt, ich glaube, wir machen jetzt erstmal, wenn ich jetzt, sage ich mal, ja, wie gucken wir, ich sag mal, hier auf der einen Seite, ne, ist ja eben so ein bisschen die Vorderseite, ne, wenn wir so gucken, wir haben ja, sage ich mal, denn jetzt hier auf der linken Seite dieses Abteil, was wir ja, sage ich mal, zu die Fahrstühle nutzen wollen, ich glaube, das machen wir erstmal als erstes, denn die Flure sind an sich nur bis, ja, eigentlich nur bei dem Fahrstuhl bis ans Fenster, bei den Treppen ist es ein bisschen anders, ich glaube, da machen wir es ein bisschen anders, und daher kommen wir jetzt erstmal hierzu. So, da müssen wir natürlich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen was rausreichen von diesem einen Boden, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Ich wollte das erstmal einfach zuhaben, aber das müssen wir jetzt wieder aufreißen ein bisschen. So, aber auch nicht komplett. Ich, wie gesagt, diese Mitte, diese Fünferfläche könnt ihr eigentlich komplett lassen. So, machen wir hier an der Seite auch nochmal alles auf. Denn jetzt kommen wir dazu natürlich, das ein bisschen dicker zu machen von den Wänden her. Da fangen wir ganz unten an, in unserem ersten Bereich, was wir hier haben. Wir gehen dann hier mal rein bei unseren Fahrstühlen. Und zwar machen wir jetzt einfach auf der Rückseite hier. Wir hatten ja, sag ich mal, hier diesen 1-2er. Ja, das ist ja hier, bevor dann, sage ich mal, unsere Steinwandreihe hier kommt. So, da können wir hier hinten einmal komplett hier die ganze Wand einmal glatt ziehen. Auch, sage ich mal, hier jetzt auf unserer Fensterseite können wir hier hinten auch einmal das komplett einmal so zack nochmal ein bisschen dicker bauen. Und natürlich hier auf der anderen Seite, wo wir, sage ich mal, hier diese Ebene haben, diese 2er, die natürlich nach innen geht. Ne? Er spart uns schon mal 2 Blöcke, aber hier wollen wir das auch komplett glatt machen. So, dann haben wir an sich ja hier schon diese Streben schon mal hier vorgezogen. Das ist ganz gut. Ne, weil wir wollen jetzt hier die Fahrstühle machen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auch einmal, wenn wir jetzt hier vorne gucken, da haben wir ja die Streben und hinten, die haben uns ja auch schon markiert. Ne? Das sind an sich jetzt die Wände von unseren Fahrstühlen. So, die könnt ihr gerne schon einmal zuziehen, wenn ihr wollt. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, bei mir werde ich einfach machen, dass ich mir hier so einen Dreierdurchgang mache für meinen Fahrstuhl. Weil ich noch nicht genau weiß, was für eine Technik ich mir verbauen will, möchte ich mir gerne ein bisschen Platz lassen. Denn ich habe mir so gedacht, die eine Seite ist zum Hochfahren und die andere Seite ist zum Runterfahren. Ich spiele noch ein bisschen mit den Gedanken, für mir das vielleicht auch noch mit Command-Blöcken zu machen, den Aufstuhl, aber mit Command-Blöcken ist das immer so eine Sache, weil man dann immer, sag ich mal, für jede Teleport-Position, die man sich, sag ich mal, platzieren möchte, natürlich einen eigenen Command-Block setzen muss, und da muss man ein bisschen schauen. Ansonsten, ja, Gerüstständer gehen auch als Fahrstuhl, Redstone-Technik, ja, ich habe da ein paar Videos gesehen, der hat ja gesagt, ich soll mal auf YouTube gucken, was da für Leute da für Videos hochladen, und diese Technik ist zwar schick und schön für so 1-2 Stockwerke, aber wenn du ein Hochhaus hast mit über 10 Stockwerken, sind solche Fahrstühle ein bisschen buggy. So, jedenfalls muss man mal ein bisschen schauen, was wir da machen. Das werden wir auch am Ende machen. Also komplett am Ende, wenn wir, sage ich mal, hier unseren Wolkenkratzer fertig haben. So, aber erstmal ziehen wir uns hier dann drüber die Wand zu. Also wie gesagt, ihr könnt euch hier die Fahrstühle bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch gerne auf jeder Seite 2 machen, wenn ihr wollt. Ne? Der Platz reicht völlig aus. Ne? Dann macht ihr die vielleicht, oh, wenn man hier ein bisschen ausprobieren kann. Ah, wie viel Platz haben wir? Naja, man könnte hier ein bisschen rumpopeln und sich den Fahrstuhl von so einem 3x3-Feld hier locker 2x reinbasteln. Ne? Das kriegen wir alles hin. Das will ich natürlich nicht. Ich mache halt das so, wie gesagt, dass der eine Seite dann runter geht, die andere Seite geht dann rauf. Welche das ist, das weiß ich noch nicht, ne? Aber wie gesagt, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. So, und die restlichen Blöcke hier, die wir hier haben, die müssen wir jetzt natürlich wieder einmal bis ganz nach oben ziehen, dass wir hier alles mitnehmen. Wenn wir das dann geschafft haben, die Wände hier alle dicker zu bauen, kommen wir noch zu einer weiteren Sache. Und zwar fliegen wir einmal komplett bis nach unten hin. Und zwar sehen wir hier unten, was wir noch hier machen müssen. Ups, hier habe ich einmal nicht zugezogen, sondern wir müssen noch was machen. Und zwar möchte ich mir gerne die Glasfenster, sag ich mal, hier im Aufgang ein bisschen dicker bauen. Das heißt einfach, ich setze mir jetzt hier bei den Fenstern einfach noch eine weitere Betonreihe hin. Und natürlich auch die Glasblöcke werden dann nochmal um ein bisschen dicker gebaut. Hm, da sollte man vielleicht darauf achten, dass dann auch über den Glasblöcken auch nochmal eine weiße Betonreihe ist. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Ja, wenn die so umfasst werden. Das müssen wir natürlich jetzt hier noch in jedem Stockwerk machen. Ne, ihr fliegt hier hin. Gut, jetzt müssen wir jetzt, sag ich mal, jetzt hier unten, ne, ist ja ganz klar, jetzt sage ich mal, keine weitere Betonreihe machen. Hier sind die Glasblöcke komplett einmal, zack, bis zum Boden. So, hier drüber müssen wir dann wieder einmal weißen Beton setzen. Und die weißen Betonblöcke gehen natürlich hier an der Seite hin. Das sieht ein bisschen besser aus, finde ich, wenn wir das einfach hier mal ein bisschen dicker bauen.
So, letztes Fenster auch noch gemacht. Und dann sieht das erstmal so aus. Schön tüffig. Okay, dann haben wir schon mal die Fahrstuhlseite so erstmal fertig. Gut, die Technik fehlt, aber die machen wir halt am Ende. Ne, ganz klar. So, dann sind wir schon mit der einen Seite fertig. Hier oben könnten wir auch nochmal so ein bisschen dicker bauen. So, wunderbar. Ne, wenn wir es eh kopieren, ne, wäre das gar nicht mehr so verkehrt. So, dann haben wir die Seite fertig. Kommen wir jetzt zur nächsten Seite. Und zwar, wo wir natürlich unseren Treppenaufgang machen. So, da würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier die ganze Decke einreißen, gehe ich jetzt erstmal komplett bis nach unten hin. Und zwar wollen wir hier auch die Wand ein bisschen dicker bauen. Die zieht sich auch wieder bis einmal komplett nach oben. So, da fangen wir an, wenn wir jetzt hier reingehen. Wir sind drin. Auf der rechten Seite fangen wir an. Und da ziehen wir jetzt einfach hier an der Wand einfach hier eine weitere Betonreihe und ziehen einmal komplett lang. Auch hier bei der Fensterreihe können wir es lang ziehen und auch wieder zur anderen Seite. So, sobald wir jetzt hier die Wand natürlich wieder dicker gebaut haben, ist die Aufgabe auf der ganz klar, die einmal nach oben und zu ziehen. Und auch hier werden wir auch wieder einmal das Fenster ein bisschen dicker bauen, ne? Damit hier auch keiner rausfällt aus unseren Aufgang. So, einfach Glasblöcke auch wieder dicker bauen. Da müssen wir auch wieder darauf achten, dass wir hier drüber, zack, keine grauen Betonblöcke haben, ne? Gut, dass wir hier noch nicht überall uns, sage ich mal, einen Boden reingezogen haben, sonst müssten wir das jetzt mal wieder weghauen. So, bei mir habe ich das jetzt einmal bis komplett nach oben gezogen, wo jetzt unser Bau ist, ne, mit der dickeren Wand einfach mal, damit das einfach hier alles schön stabiler ist. Jetzt gehen wir wieder einmal runter, so, und wollen jetzt gleich mal mit der Treppe anfangen. So, das heißt, wir nehmen gleich mal unsere polierten Adhesivtreppen und wenn wir reinkommen, natürlich auf der rechten Seite, wir haben ja, sage ich mal, hier so eine kleine, ne, geht's ja einmal hier so ran, hier und gleich hier vorne beim ersten Pfosten setzen wir eine Treppe von 3 Treppen einmal hin. Da würde ich sagen, setzen wir insgesamt, ja, reicht eigentlich schon die erste Treppenreihe. Danach setzen wir dahinter mal eine umgedrehte Treppenreihe an. Dann machen wir hier so ein Format von 3 Stufenreihen, die wir hier haben, ne, so ein 3x3-Feld. Dann geht es hier weiter, dass wir daran dann wieder eine Treppe machen, Treppe. Und dann kommen wir wieder zu einem 3x3-Stufenfeld, was wir hier einmal uns hier einfach mal platzieren können. So, die Treppen setzen wir natürlich hier einmal gleich nach. Und bevor wir uns jetzt alles hier zu doll zubauen, machen wir darunter dann auch gleich hier einmal wieder unsere Treppen hin. Ne? Zur Stabilisierung, zur Verstärkung. So, unter den Stufen machen wir nochmal ein paar weitere Stufen hin. Und dann geht es hier wieder weiter höher mit den komplett nur Treppen. So, und die können wir jetzt hier einmal komplett bis nach oben ziehen, bis wir hier oben. Jetzt müssen wir hier auch ein bisschen was weghauen von der Decke. So, bis wir hier oben perfekt oben einmal dran sind. Und ihr seht, wir gehen jetzt hier perfekt auf bei dieser Einstrebe, die wir hier schon haben. So, und dann können wir auch gleich schon sehen, was wir hier gleich weghauen können. So, das machen wir hier ruhig gleich immer auf dem Maß, was wir jetzt, sag ich mal, hier von unseren Treppen haben. So, das hauen wir mal weg. Dann setzen wir unsere Treppe jetzt erstmal hier vorne oben noch einmal hin. So, schön Schicht um Schicht, bis wir oben ankommen. Wunderbar. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen ausbessern, und zwar hier an den Seiten. Da sehen wir ja noch unsere grauen Blöcke. Die müssen wir natürlich hier noch einmal wieder hier komplett weghauen. So, dass hier alles schön weiß ist. Schicke. So, wer möchte, kann auch gerne als Stabilisierung hier einfach sich ein Geländer später bauen, wenn man möchte. Ne? Das heißt, hier tauscht er auch nochmal ein bisschen die Blöcke aus durch den weißen Beton. Ne? Dass hier auch keiner runterfällt. Ne? So, dann haben wir schon mal die erste Treppe hier an sich fertig. Jetzt muss ich nochmal kurz sehen. Nee, wir haben noch nicht die stabilisiert. So, hier müssen wir natürlich nochmal unter Treppen uns setzen. Damit das alles auch schön stabilisiert ist. So, bis oben hin. Wunderbar. So, dann haben wir die erste Treppe von unten schon mal fertig. Jetzt gehen wir nach oben und fangen gleich an mit der nächsten. So, wir kommen hier wieder so rein. Wir sind drin. Also hier auf der Seite machen wir wieder 3 Treppen hin. Ups. So. Dann da wieder hinter 3 umgedrehte. Und das ist jetzt erstmal wieder das gleiche Prinzip, was wir jetzt gerade eben haben. Jetzt kommen wieder unsere Stufen hin. Dann kommen wieder 1, 2 Treppen hin. Darauf dann wieder hier unseres 3x3-Feld an Stufen. Und jetzt müssen wir ein bisschen kürzer bauen danach. Da natürlich die Etage ein bisschen niedriger wird. So, ich mache jetzt einfach hier runter nochmal meine Verstärkungen hin. Ich glaube, hier runter könnten wir eigentlich unter den Stufen auch nochmal hier zack ein paar Stufen hinsetzen. Ne, ist ein bisschen stabiler, kann man ruhig machen. So, gleiches Spiel hier unter den Stufen. So, verstärkt. So, und jetzt fällt euch auf, weil wir ja natürlich einen kleineren Abstand haben, müssen wir jetzt gucken, wo ist hier die Etage. Ach, die haben wir gar nicht gebaut, da müssen wir auch gleich mal machen. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, ne, ist ja das Feld an sich, wie jetzt, sag ich mal, hier unser Durchgang ist. Den könnt ihr euch ja natürlich dann immer noch kleiner bauen. So, da ziehe ich mir jetzt hier nach vorne, aber nicht komplett so nach vorne. Ich würde mal sagen, ich lasse die so 4 Blöcke überstehen, ne? So, 4 Blöcke lassen wir das überstehen, ziehe ich mir erstmal hier so zack nach vorne hin. So, dann sehen wir schon mal, wo ist denn das hier? Das verbinden wir mal. Ach, guck mal. Zack, können wir das hier wegnehmen und sind perfekt hier auf der Ebene von unserer Bodenebene angekommen. Ne, sehen wir, brauchen wir gar nicht mehr so viel machen. Das heißt, wir können jetzt hier diese Stütze, die wir hier haben, brauchen wir in der zweiten Etage nicht mehr.
Da nehmen wir trotzdem noch die Stütze und wollen die jetzt so uns platzieren, dass die Mitte der Fenster, sage ich mal, hier ist. Ne? Da, wo die Treppe endet, dass wir hier die Verstärkung haben. Und da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt... Warte, muss ich mal kurz gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Jetzt habe ich noch mal kurz geguckt, drüben mit dem anderen Bau, wie wir das hier unten machen. Also hier ist ja das Grundgeschoss, dann kommen wir in die erste Etage. Und dann machen wir einfach mal hier diese Stütze komplett einmal weg. Oh, dann machen wir hier vorne Beton auch einmal bis nach vorne hin. Ja, oder ach was, wir könnten theoretisch das einfach so lassen, ja, dass man hier noch das Geländer macht. Genau, das könnte man theoretisch so machen. Stützen verkürzen wir ein bisschen. Ja, dann gehe ich mal hier weiter nach oben und setze mir wieder meine Treppen einmal hin. Den Rest jetzt hier von der Etage, der offen ist, den können wir natürlich hier einmal zuziehen. Nur so, wie wir das jetzt unten so haben, ne, machen wir das hier oben einmal. Alles, wo wir, sag ich mal, jetzt keine Treppen haben, können wir hier zuziehen. Ne? Das ist dann hier offen, der Bereich. Weiß ich, kann man sich hier so einen Kaffeeautomat oder sowas hinbasteln, Wasserspender, ne? So, jetzt sind wir natürlich jetzt hier im nächsten Stockwerk. Und hier geht es dann an, dass wir das immer uns kopieren. Also hier gehen wir wieder los, dass wir unsere Treppen uns hier einmal hin platzieren. Ne? Wieder drei Treppen. Dann kommen wieder unsere 3x3 Stufen einfach mal hier hin. So, dann kommen wir hier wieder zwei Treppen hin, unsere Stufen wieder hin. So, letztes Mal, dass wir hier auch nochmal unsere Treppen bauen. So, jetzt müssen wir wieder hier einmal nach oben gehen. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir wieder einmal weniger kürzeren Weg, weil wir ja, sag ich mal, jetzt hier nicht so einen großen Abstand haben. So, gucken wir mal. Ja, das passt schon völlig. So, können wir hier diese andere Fläche einmal ausfüllen. So, dann haben wir das ausgefüllt. Kommen wieder einmal zu unseren Stützen. Und zwar die Stütze, die wir, sag ich mal, hier so Mitte der Fenster haben, die wir hier unten haben, die können wir dann auch einmal komplett bis nach oben ziehen, weil die bleibt jetzt eigentlich als Hauptträger. Ne, die ist schön mittig gelegen, das passt alles. Und auch diesen Träger hier wollen wir behalten und können den einmal bis nach oben ziehen. Ne, das sind die einzigen zwei Träger, die wir jetzt hier im Treppenaufgang haben. So, die Treppe müssen wir natürlich auch noch hier mal vervollständigen und nicht vergessen, darunter zu stabilisieren. Falls ihr das jetzt vergesst und das im Nachhinein noch machen wollt, dürft ihr nicht vergessen, wenn wir uns das duplizieren, müsst ihr dann eure ganzen Etagen das nochmal machen. Das wäre ja ein bisschen umständlich. Und daher machen wir das jetzt einmal so, Treppen unter. Na, hier würde ich auch nochmal, wenn man das so, darunter Treppen und den Rest hier mit Stufen nochmal. So, wunderbar. Haben wir das auch verstärkt? Na, da könnten wir vielleicht auch nochmal einen weißen Träger unterbasteln, dann ist das ein bisschen stabiler. So, sieht schick aus. Wir kontrollieren nochmal. Mal gucken. Hier müssen wir es auch nochmal machen. So, Träger hin. Und dazwischen machen wir auch nochmal einen Träger. Ne? Gut, dann ist das abgestützt. So, und diese Etage hier, die wir jetzt haben, die können wir jetzt kopieren. Ja, bis zum nächsten Ding. Obwohl, halt, eine Sache müssen wir noch machen. Und zwar hier oben. Aha, müssen wir es auch nochmal machen. Na, dann müssen wir ja doch nochmal hier eine Treppe bauen. Ah, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen es noch einmal machen. Zu früh gefreut, wir müssen es doch einmal machen. Mensch, nicht drauf geachtet. Aber nicht so schlimm. Weil jetzt bauen wir genau die gleiche Treppe, die wir jetzt hier hatten. Ne, werden wir gesehen, dass es perfekt dann auch da wieder aufgeht. Also fangen wir einmal an, setzen unsere Treppen und Stufen hier wieder hin. Oh, jetzt kommt der Moment. Zack, perfekt. Ne, ihr seht, wir sind jetzt oben perfekt angekommen. Und ab jetzt können wir dann kopieren. So, aber jetzt hier bloß nicht aus dem Konzept bringen. Wir müssen hier immer noch alles ordentlich machen. Und auch hier nicht vergessen, die Treppe verstärken. Sonst müsst ihr das im Nachhinein machen. Das wäre ja doch ein bisschen zu viel Arbeit. Also Treppen und Stufen hier unter nochmal platzieren. Okay, sieht gut aus. Ich würde sagen, das können wir so jetzt kopieren. Das heißt, diese Blöcke brauchen wir für die heutige Folge nicht mehr, sondern wir brauchen den Konstruktionsblock. So, und für alle, die nicht wissen, wie man den bekommt, macht einmal bitte euer Chat-Menü auf. Geht dann hier natürlich in unsere Liste und dann müssen wir uns den natürlich jetzt einmal ersheeten. So, da habt ihr einmal den Befehl, wie es immer geht, ne, mit schräger Strich, GIF, denn das Add-Zeichen mit S, Structure-Block und schon habt ihr es. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir den platzieren, um dieses Stockwerk perfekt uns zu kopieren. So, da fangen wir jetzt einfach mal jetzt, wir sind ja jetzt, sag ich mal, hier einfach in der Ecke. Welche das Ecke ist, ist ganz einfach. Ihr müsst mal gucken, wie euer Structure-Block ist. So, bei mir geht der Structure-Block natürlich in diese Ecke. Ne? Das heißt, ich fange in der separaten Ecke an, wo der Structure-Block, sag ich mal, seine Ecke hat. So, das wäre jetzt hier bei mir. Ich nehme jetzt einfach mal einen bunten Block, um euch das ein bisschen besser zu platzieren oder euch das zu zeigen. So, wir fangen am besten bei der letzten Etage an. Ihr setzt euch irgendwie mal eine Blockreihe, sag ich mal, jetzt hier bei unserer weißen Betonreihe einmal hin. Und achtet mal drauf, dass ihr perfekt an der Ecke seid. Ne, dass es hier perfekt so aufgeht. So, da können wir dann hier einmal unseren, unseren Structure-Block ransetzen, dass der genau auf der Höhe ist von dieser weißen Betonreihe. So, dass er mit der unteren Ebene noch hier die graue Betonreihe mitnimmt. Ne, sobald wir das denn geschafft haben, ziehe ich mir jetzt einfach mal über unseren Structure-Block
einfach mal eine bunte Betonreihe. Einfach um diesen Farbkontrast zu haben, wo wir den uns mal hinsetzen müssen. Weil der spielt da ganz wichtig. So, ich setze mir das mal hoch. So hoch wollen wir das heute eigentlich gar nicht uns kopieren, ne? So, da gucken wir mal. So, die mache ich mal hier weg im Kasten. Also, mach ich mal weg. So, denn jetzt müssen wir uns, sag ich mal, diese Etage, sag ich mal, kopieren. So, wir haben ihn jetzt auf der richtigen Position. Das heißt, wir gehen hier einmal rein und ich gebe euch jetzt mal die Koordinaten. Bei X machen wir bitte einmal 55 Blöcke. Bei Y, also von der Höhe, nehmen wir einmal bitte 7 Blöcke. Und von Z gehen wir einfach mal 42 Blöcke aus. So, dann könnt ihr euch das hier mal angucken, drehen und wenden. Ihr seht hier, was wir jetzt so drin kopiert haben. Das ist dann sicher jetzt ja hier unsere ganze Etage, die wir uns jetzt immer wieder kopieren wollen. Und um nochmal sicher zu gehen, kann man gerne noch einmal draußen gucken. Ihr seht, wir sind perfekt glatt dran. Nur oben nicht mal ein Block überstehend und an der Seite hier komplett auch kein Block einfach überstehend. Also wir haben komplett jetzt unsere Etage dran. So, jetzt könnt ihr eine Sache schon mal machen. Und zwar setzt ihr einfach über unseren Kastenbereich jetzt einfach irgendeine bunte Betonreihe. Einfach, um uns das immer zu markieren, weil so müssen wir nicht immer die Stelle suchen, wo wir unseren Structure-Block platzieren müssen. So, gut, dann haben wir jetzt hier unsere Etage, speichern die mal ab. Ich wie immer einfach unter U, ne, ist jetzt einfach so ein Slot. So, haben wir das mal abgespeichert. Nachdem wir das dann jetzt natürlich jetzt abgespeichert haben, nehmen wir mal unseren Structure-Block und platzieren ihn jetzt einmal hier drunter. So, diesen mache ich mal jetzt nicht weg, sondern einfach nur mal meinen Rahmen aus, so, dass wir den gar nicht mehr sehen. So, diesen Block platzieren wir ja genau auf der gleichen Ebene, wie wir den haben. Und achten darauf, dass er natürlich auch hier wieder bei unserer weißen Betonreihe ist. So, dann gehen wir mal rein, gehen auf Laden, unter was wir das natürlich jetzt gespeichert haben. Ihr seht das hier nochmal, dann ist er perfekt auf gleicher Ebene. Und dann geht ihr einfach mal hier auf Laden. Zack. Und schon haben wir das nächste Stockwerk drauf. Und das könnt ihr jetzt immer wieder und immer wieder machen. So, den lasse ich mir mal da. Gleich hier unter diesem Block. Wir haben, ne, seht ihr ja, wir sind auf der gleichen Ebene und auch gleiche Höhe. So, dann können wir hier wieder reingehen. Gehen auf Laden, unter was wir das gespeichert haben. Und schwupp. Das ist jetzt immer so fest. So, das könnt ihr wieder machen. Hier gleich einmal untersetzen. Gleiche Ebene, gleiche Höhe. Ja. Geht rein, laden, ne, unter was wir es haben. Und schwupp. Jetzt könnt ihr euch das kopieren, so oft ihr wollt. Ne, macht euch das so hoch, wie ihr wollt. Ne, so viel, wie ihr wollt. Und ihr seht immer, unser vormarkierter Block verschwindet dabei auch, weil wir den ja nicht eingespeichert haben. Der wird ja, sag ich mal, hier mit Luft gefüllt, der Bereich dann immer, ne? Dadurch verschwindet unsere Vorlage und wir können uns das hochsetzen, wo wir wollen und müssen nicht mehr darauf achten. Ihr setzt den einfach da unter, kopiert euch das so hoch, wie ihr wollt. So, weil dieser Bereich ja sowieso später weggeht, werde ich mir das jetzt nicht so hoch machen. Ich empfehle euch so die Höhe bis zu den Wolken. Ne, ist ja ein Wolkenkratzer, also macht euch das so etwa hoch bis zu den Wolken. Ist ja immer unterschiedlich von Welt zu Welt, wie ihr, sag ich mal, eure Gegebenheiten habt, ne? So, dann haben wir das heute wieder geschafft für die Folge. In der nächsten Folge geht es dann ran, dass wir mal gucken, was für ein Fahrstuhl wir uns bauen oder Dach. Ich weiß noch nicht genau, wenn ich noch nicht weiß, was für ein Fahrstuhl ich mache, dann kommt nächste Folge dann erstmal das Dach, dass wir das Dach erstmal fertig bauen. Aber ich glaube eher, das Dach wird kommen. Ne, den Fahrstuhl, glaube ich, baue ich dann eher mehr da drüben mit euch zusammen. Muss ich mal schauen. Naja, wir sehen das ja. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit der heutigen Folge. Wir haben wieder viel geschafft. Ihr könnt euch jetzt eure Etagen basteln, so viel ihr wollt, so hoch wie ihr wollt. Und wir können gerne nochmal hier kurz gucken bei der Treppe, ob das hier auch alles passt. Ihr seht, aha, geht hier alles schön miteinander perfekt auf. Ja, hat super funktioniert. Sieht gut aus. Genauso bei dem Fahrstuhl, ne? So wie ihr das habt, so ist das jetzt hier auch aufgegangen. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch. Da werden wir bestimmt das Dach bauen. Ich gebe mal sicherheitshalber von aus, dass es das Dach wird. Und dann bedanke ich mich erstmal wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir jetzt viel Basteln bei deinen Etagen und dein Haus rein. Und tschüss.